höre nicht mehr. Moin. Hallo? Ich höre überhaupt das Gefasel, Alter. Moin sind ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Gothic 1. Hat mir gerade einen frischen Kaffee gemacht. Der ist noch so heiß, dass mich mir an der Zunge, mich jetzt gerade verbrannt habe an meiner Zungenspitze. Das bin ich gar nicht gewohnt, dass ich einen Kaffee mal direkt trinke. Warte, noch einen Schluck, bevor er gleich wieder kalt ist. Ach so. Im letzten Part haben wir vom Ulumulu erfahren, durch den ausgestoßenen Ork-Schaman, und machen uns jetzt aber erstmal auf zu Gorn, der wohl gerade einen Gegenschlag für die freie Mine vorbereitet, weil er sie wieder zurückerobern möchte. Und ohne unsere Hilfe, wir wissen das, da geht natürlich nichts, ne? Gorn, mein Kumpel, wie geht's dir? Moin. Komm mal langsam angewackelt, ne? Du kommst gerade richtig. Wir bereiten uns auf den Gegenschlag vor. Die Rückeroberung der freien Mine ist der erste Schritt. Alles klar. Eine Rückeroberung mit 4 Mann? Wo sind denn all die anderen Söldner? Eine Rückeroberung mit 4 Mann? Wo sind all die anderen Söldner? Ein frontaler Angriff bringt nichts. Dafür sind Gomez' Leute zu gut verschanzt. Aber eine verdeckte Operation, bei der wir Mann für Mann ausschalten, könnte gelingen. Lee bat mich, dir etwas auszurichten. Als einer unserer besten Söldner wurdest du bestimmt, die Operation durchzuführen. Aha. Ich werde mit dir gehen. Gemeinsam können wir es schaffen. Okay, das ist mehr, als ich gedacht habe. Wir sind jetzt sogar, wir dürfen die Operation sogar leiten, ja? Der erste Schritt, was wird dann denn der zweite sein? Der erste Schritt? Was wird denn der zweite sein? Sobald die Mine wieder in unserem Besitz ist, werden wir den Pass über die Berge suchen, den Gomez' Leute für den Überfall benutzt haben. Wenn der Pass dicht gemacht wurde, haben wir die Situation wieder im Griff. Verstehe. Okay, und warum gerade ich? Warum gerade ich? Du hast schon mehrmals bewiesen, dass du Mut hast und gleichzeitig denken kannst. Außerdem kennst du das alte Lager und die Gardisten besser als die meisten von uns. Du bist der beste Mann für diesen schwierigen Job. Alles klar. Lass uns den ungebetenen Gästen in der Mine kräftig in den Hintern treten. Okay, lass uns den ungebetenen Gästen in der Mine kräftig in den Hintern treten. Nichts anderes habe ich von dir erwartet. So sieht's aus. Nimm diesen Schlüssel. Er öffnet das Torhaus vor dem Eingang der Mine. Alles klar, dann legen wir mal los, oder was? Auf in den Kampf! Auf in den Kampf! Let's go! Was nun noch? Fast hätte ich es vergessen. Der Bandit Wolf will dich unbedingt sprechen, bevor wir zur Mine aufbrechen. Und du kannst sagen, dann werde ich ihn besser noch vorher aufsuchen. Er kann warten, wir haben jetzt Wichtigeres zu tun. Dann werde ich ihn besser vorher noch aufsuchen. Dann werde ich ihn besser noch vorher aufsuchen. Das ist wichtig. Ich warte hier am Wachposten auf dich. Das weiß sogar ich noch. Ich werde es auch erzählen. Das ist tatsächlich nämlich wichtig. Ihr könnt ihr richtig verkacken und euch nachher richtig in den Arsch beißen. Der gute Wolf hat nämlich eine Idee. Und wenn wir jetzt nicht zu ihm zurückgehen, erzählt er uns seine Idee nicht, bringt uns etwas ganz Besonderes nicht bei, dann durcharbeiten wir nachher die Mine. Guck mal, jetzt sieht man auch die Kuppel wieder. Die haben wir sonst mit dem Renderer auch nicht mehr gesehen, oder? Vielleicht liegt es aber auch nur daran, weil es gerade so am Blitzen ist. Sieht noch ein bisschen unheilvoller aus, jetzt wo man direkt weiß, dass wir in einer Kuppel sind. So, ja, vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, so zum Ende raus nochmal. Wir gehen sowieso im Grunde auch nochmal zu allen Schauplätzen. Und dann sieht man alles auch nochmal so. So habt ihr beides mal gesehen. Das ist ja eigentlich, was ist das hier für ein Service, sag ich euch. Ne? Das ist hier dat LP, du. Da hast du sowohl mal mit Renderer, mal ohne Renderer, ne? Wahnsinn. Wahnsinn. You're not allowed to talk to us, sag ich euch. So, Wolf, was hab ich da gehört? Du wolltest mit mir reden? Gorn sagte, du wolltest dringend mit mir sprechen. Gorn sagt, du wolltest dringend mit mir sprechen. Gut, dass du vorher noch vorbeikommst. Ja, sicher. Vor was? Vor eurem Besuch in der nicht mehr ganz so freien Mine. Das hast du schön gesagt. Worum geht's denn? Worum geht es? Ich hatte neulich eine Idee, wie wir völlig neue Rüstungen herstellen können. Aha, und wie? Das härteste Material, das ich kenne, sind die Panzerplatten der Minecrawler. Nicht etwa die der kleinen, harmlosen Exemplare aus der jetzt verschütteten Mine von Gomez. Nein, die nicht. In unserer Mine lebt eine wesentlich gefährlichere Unterart. Der Panzer dieser Biester ist fast nicht zu durchdringen. Wenn du mir einige dieser Panzerplatten bringen könntest, würde ich versuchen, daraus eine Rüstung herzustellen. Okay. Und wie bekomme ich diese Platten von den Dingern ab? Wie bekomme ich diese Platten von den Biestern ab? Das ist relativ einfach. Die Rückenplatten
sind nur an deren Rändern mit dem Körper verwachsen. Nimm einfach ein Rasiermesser und schneide halb schräg an den Rändern entlang. Okay, kapiert. Mal sehen, ob ich solche Panzerplatten finden kann. Okay, kapiert. Ey, wir waren noch nicht fertig. Und diese Information gibst du mir völlig uneigennützig? Und diese Information gibst du mir völlig uneigennützig? Nicht ganz. Wenn es mir gelingt, aus solchen Platten eine gute Rüstung zu zimmern, werde ich sehr schnell sehr viel... Alles klar, du. Dann hau erstmal rein, ne? Bogenstufe 1. 50 Erz, 10 Lernpunkte. Was können wir denn aktuell eigentlich? Warte mal, was war das denn? L, ne? Nee. N? Da, nee. B? B wie Belt. Wir sind Söldner, Stufe 23. Wir haben 24 geschickt. Wir haben 10 Lernpunkte. Bogen sind wir ungeübt. Armbrust sind wir ausgebildet. Dann sollten wir vielleicht mal auf Armbrust wechseln, wa? Lass mal eben gucken. Das ist nur wirklich nicht mein Problem. Das ist ja wohl wirklich nicht mein Problem. So, die hat 85 Schorn, brauchen wir aber auch 42 Geschicklichkeit. Hornbogen, 25 Geschicklichkeit. Ein leichter Armbrust macht aber auch nur noch 50 Schaden. Es fehlen ein Geschicklichkeitspunkt. Ah, geil. Kann mir denn irgendjemand hier mal Geschick beibringen? Ist Lee noch da? Warte, dann müssen wir unsere Waffe eben kurz wechseln, sonst gibt's Mega. Jetzt sind auch unsere ganzen Waffenbilder wieder da. Es läuft alles wieder. Es läuft alles wieder. Eh mal gucken, ob Lee noch da ist. Ich glaube, der konnte uns Geschicklichkeit beibringen. Das passiert mir nicht nochmal. Dann könnten wir nämlich auf Armbrust wechseln, die ein bisschen erhöhen. Gequatscht wird viel. Da ist er doch wieder und er scheint auch wieder gut drauf zu sein. Hallo. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Ich kann dir helfen, stärker und geschickter zu werden. Sehr geil. Gib mir mal 5 Geschick. Und nochmal 5 Geschick. Dankeschön. Ende. Reingehauen. So, wir haben jetzt eine Geschicklichkeit von 34. Gucken wir mal armbrustmäßig. 42. Ja, hier. Hornbogen wäre jetzt 34. Ich hab doch noch mehr Armbrüste gehabt. Habe ich nur diese eine fette Mega-Armbrust aufgehoben? Bin ich ein bisschen dumm. Hornbogen 34. Wir haben aktuell ausgerüstet den Langbogen. Ja, dann nehmen wir den Hornbogen und machen lieber mit Ungeschickbogen weiter, oder was? Ja, machen wir das erstmal. Ich glaube, das bringt mehr. Okay, so. Dann würde ich sagen, jetzt sind wir vorbereitet. Auf geht's in die nicht mehr ganz so freie Mine. Immer wieder dieselbe. Immer wieder dieselbe Leier. Wenn du meinst. Ich könnte mir das als so eine White Noise Audio Einschlaf-CD könnte ich das gebrauchen. Einfach dieses Gerabbel und Gebrabbel auf Repeat und dann so 4 Stunden oder so einfach rein und einschlummern. Gut, ich habe gar nichts mehr, was CDs abspielt, aber es macht nichts. Geht ja auch als MP3. Immer wieder dieselbe Leier. Nun schauen wir mal. Also mir würde das nicht passieren. Manche lerne. So, jetzt speichern wir erstmal das Erreichte, würde ich sagen. Spiel speichern. Wir sind jetzt bei 72. Ne, dann sind wir jetzt bei 73. Guck mal, da war ich auch damals bei vor Gorn. Hundertprozentig, als hätte ich das, den gleichen Rhythmus. So, kann abgehen. Hallo. Es kann losgehen. Auf zur Mine. Es kann losgehen. Auf zur Mine. Höchste Zeit, dass wir die Gardisten von dort vertreiben. So sieht's aus. Ich folge dir. Alles klar. Dann mal los. Ich wechsle jetzt erstmal wieder auf meine 2er-Superwaffe. So. Kommst du mit, Gorm? Jetzt gleich mal das Erste, was mir beim ersten Run passiert ist. Ich war ja, wie gesagt, schon mal so weit. Bis zur Mine bin ich gekommen, ne? Bis in die Mine rein. Und da den ersten 2 Räume. Und das spackerte im normalen Betrieb der Renderer halt in Gänze ab. Es hat keinen Sinn mehr. Und bei meinem ersten Run ist Folgendes passiert. Ich habe nicht darauf geachtet, ob Gorm mitkommt. Weil ich dachte, wird schon gehen. Und habe mich erst kurz vor der neuen Mine dann mal umgedreht und festgestellt, Gorn ist nicht da. Der gute Gorn scheint irgendwie durch den Boden geklippt sogar zu sein und war unterhalb der Welt. Leider triggert er vor der Mine gleich ein Gespräch und erwartet, dass Gorn auch auftaucht und erwartet so lange, bis Gorn kommt. Gorn,
der aber unterhalb der Map sich befand, kam natürlich niemals und somit war ich gestuckt und musste das Game einmal komplett mit dem Task Manager beenden. Beim zweiten Mal habe ich das dann gemacht wie jetzt. Ich habe immer brav geguckt, dass der gute Gorn auch noch bei uns ist. Aber keine Sorge, das Spiel hatte noch weitere Späße für mich parat. Werde ich euch aber erst berichten, wenn wir dann soweit sind. Komm mal mit, Gorn. Ist nicht mehr weit. Wir sind ganz nah. Ah ja, immer mitkommen, ne? Ganz entspannt. Schieben wir keinen Stress, Gorn. So ist es gut. So ist es gut. Immer hinterher. Immer hinterher. Und ich war selber auch noch einmal richtig dumm. Richtig dumm. Richtig, richtig dumm. Das werde ich euch... Oh, jetzt kommt es nämlich. So. Das Gespräch... Vorsicht! Razors. ...kam bei mir einfach nicht. Wir arbeiten genauso in Rudeln wie die Snapper. Nur, dass sie, nur, viel, dass sie heftiger viel heftiger zubeißen. Wir sollten sie aus dem Weg räumen. Du weißt ja, ich habe gerne einen freien Rücken. Ja, habe ich gelernt beim alten Kloster. Deswegen, lass mal loslegen, komm. Komm ran, wir machen die beiden mal im Platt. So, hier sind ein paar Razors. Die werden einfach ganz entspannt mit Gorn platt gemacht. Alter, die Sichtweite ist ja so irre. Das ist das Einzige, was mich jetzt ein bisschen nervt, leider. Aber gut, mein Gott. Kann man mit leben, ne? Let's go. Irgendwie habe ich verkackt. Das war irgendwie nicht so gut, tatsächlich. Aber egal. Er ist noch da. Alter, ich dachte, der wäre schon wieder im Boden versunken. Da wäre er jetzt ausgerastet. So. Okay, Gorn ist noch am Stissel. Razor sind besiegt. Gutes Gefühl. Ich habe ein gutes Gefühl. So. Eben einsammeln. Man muss irgendwie nur noch einmal klicken und nicht mehr... Ich glaube, diese Gothic 2-Steuerung ist jetzt an. Weil ich muss nur noch einmal klicken und nicht mehr nach vorne, um Dinge zu aktivieren und so. Irgendwas ist anders. Ich habe ja mit Absicht die ganze Zeit die Gothic 1-Steuerung einfach Vanilla gelassen, wie sie war. Irgendwas ist hier komisch. Aber egal, ich arbeite mich da jetzt so durch. So, wo sind wir jetzt? 7-3. Uff. Okay. Dann komm mal mit, Gorn. Du bist noch da. Das ist gut. Weiter geht's. Weiter, weiter, weiter. Genau. Komm mal mit. So ist es fein. Einfach folgen. Ja, genau. So, komm her. Ja, komm. Komm, guter Gorn. Warte mal. Siehst du all die Leichen hier? Geh du runter zum Mineneingang. Ich bleib erstmal hier oben und stelle sicher, dass es keine Überraschung von hinten gibt. Wenn du unten bist, komme ich nach. Mhm, so. Ihr habt's gehört. Wenn ich unten bin, kommt er nach. Guck mal, das ist ja merkwürdig. Ja, man muss nur noch einmal klicken. Es ist irgendwie anders, aber ist egal. Kriegen wir hin. Wahrscheinlich schon jetzt diese Gothic 2-Steuerung. So, 7-3. Wenn wir unten sind, kommt er nach. Ihr habt seine Worte gehört, nicht wahr? Ja. Könnt ihr euch jetzt vorstellen, der kleine Blaufuchs, fleißig wie er ist, lootet sich jetzt einmal nach unten. Kennt das ja. Eben einmal looten. Es geht eigentlich sogar schneller, wenn man nicht mehr die ganzen Knöpfe drücken muss. Also ich loote mich jetzt einmal fleißig hier durch. Jede Menge tote Söldner. Wir nehmen natürlich mit, was da ist, weil was willst du das hier liegen lassen, ne? Die Toten können damit nichts mehr anfangen. Deswegen eben looten. Rampam. Dann war ich ein bisschen sad, wenn ich die ganzen Namen wieder sehe. Die jetzt alle tot sind, die es nicht geschafft haben. Einfach alle abgeschlachtet hier. Hab mich dann auch halt gefragt, so, ergibt das denn Sinn, hier auch die ganzen Schürfer platt zu machen? Das sind ja keine Krieger oder sowas, ne? Da hättest du halt die Söldner hier weggemacht, das hätte ich ja verstanden. Aber diese ganzen Schürfer, die hätte ich doch einfach nur gefangen genommen, damit die dann für mich später weiterarbeiten. Da muss ich nicht meine eigenen Leute einsetzen, das wäre doch viel schlauer gewesen, ne? Dann gehen wir mal nach oben. Hier hab ich mir die Frage gestellt, ob unser Kumpel, der uns damals mit dieser super legendären Waffe verarscht hat, ne? Ob der es wohl geschafft hat, weil, hallo, so ein Schlawiner wie der ist, hat er das bestimmt sich da irgendwie raus... gewunden. Ich habe gerade eine Fackel angemacht. Okay. Hat er sich doch bestimmt irgendwie rausgewunden. Und dann bin ich hier halt so ganz entspannt lang und wollte mich davon überzeugen, wie er es geschafft hat. Und dann sehen wir aber hinten schon seine Leiche liegen. Auch er hat es leider nicht geschafft. Und dem hätte ich es echt zugetraut, ne? Muss ich ja mal echt sagen. So ein Schlawiner, wie er ist, hätte ich gedacht, der wurschtelt sich da raus. Aber bam, bam, bam.
So, auf jeden Fall wollte ich mich dann auch noch bei allen Kommentaren bedanken. Siehst du, wir haben es vergessen. Bei meinem ersten Aufnehmen habe ich mich natürlich noch höflich bei euch allen bedankt, weil es wieder mal, ich bin wieder mal begeistert, wie viele Leute Kommentare geschrieben haben. Der Falke meinte zum Beispiel zum einen, ich soll mal nicht immer alle Pflanzen noch einsammeln, die mir ja nichts mehr bringen. Und ich sage, also das kann ich nicht nachvollziehen. Also looten geht immer, ja. Jede Pflanze, alles muss mitgenommen werden, kann man verkaufen für das Geld, das man nicht mehr braucht, weil man auch nichts mehr kaufen muss, weil wir gleich eigentlich die heftigste Ausrüstung im Game haben. Aber den Loot-Trieb, ja. Du kannst den Loot-Trieb einem Fuchs nicht aberziehen, das geht nicht. Ja, da bin ich eigen. Und was war noch? Ah, jetzt muss ich nochmal in mich gehen. Ich habe extra nochmal alles abgelesen. Vorher, da haben wir jetzt gerade übrigens Okils Axt eingesammelt. Das war eine derjenigen, die ich damals haben hätte wollen. Von meiner Liste her, bevor ich dann aus Versehen Lies-Axt mir gemobst habe. So ungewollt und unverhofft. So, jetzt eben kurz mal. Können wir mal ein bisschen Brot essen, ne? Dom, 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 dom. Alter, das dauert ja endlos. Hau dir mal hier so ein paar Weizenbrote rein. Oh, ein paar Kästen Weizenbrot. So. Und da unten erwarten uns gleich schon ein paar Leute. Voller Vorfreude und Glück. Lauern sie dort schon, um uns, wie sagt man, einen aufs Maul zu hauen. Und hier habe ich jetzt gleich gelitten. Und zwar richtig krass. Locker fast eine ganze Folge lang. Und ich werde es euch natürlich berichten, aber ich werde euch das Leid ersparen. Das heißt, immerhin habt ihr da jetzt sogar ein bisschen Zeit gewonnen. Ihr seht mich nicht. Ich habe viel geflucht und habe viel verzweifelt. Fast geweint, würde ich sagen. Ich war nah am Weinen. Ja, ich war schon echt ein bisschen... Ich war dann irgendwann angefressen, weil ich dachte, wie soll denn das gehen, Digga? Wie soll denn das gehen? Hier ist der arme Swiney. Zeige ich aber gleich, was da passiert. So. Okay, er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. So, dann stellen wir uns jetzt mal erstmal hier an. So. Das erste, was wichtig ist. Da oben seht ihr noch ganz entspannt den guten Ur. Den guten Gorn stehen, ne? Da oben. Seht ihr ihn? Da hinten in der Ecke, ne? Da steht er. Da steht er gerade. Lauert. Ich gehe jetzt mal in 732. Nutzen wir ruhig mal die Speicherstände. Da steht der gute Korn, ja. Hier unten sind wieder ein paar Kumpels, die uns auf die Fresse hauen wollen. Wieder vom alten Lager, ne? Die Manier, leck mich doch am Arsch. Ich bin da gleich hingestratzt, dann kommt ein kurzes Gespräch, das ich euch natürlich jetzt nicht spoilern werde. Und dann soll man die platt machen. Das sind zwei Dudes, die sofort auf dich hauen und er hinten mit seiner Armbrust. Und die zerficken dich hardcore. Hardcore-mäßig werde ich da auseinandergenudelt. Und das, obwohl ich ja krasse Rüstung und eine richtig krasse Waffe habe, ne? Bin hier ja schön mit meinem Zweihänder unterwegs, ne? Das versuche ich dann so gefühlt 15 Minuten lang. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Hab's dann einmal sogar fast geschafft. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und dann irgendwann habe ich es geschafft. Ganz knapp, aber ich hab's geschafft. Und Gorn soll dann ja hier runterkommen. Ne? Der soll ja hier hin. Und dann sehe ich hier oben, weil er kommt nicht und kommt nicht und kommt nicht. So, wo bleibt er denn? Und dann sehe ich, dass er da oben an der Hauswand hängen blieb. Und dann dachte ich, bist halt schlau. Lockst du den ein bisschen hier rüber. Bin ich hier ein bisschen seitlich rüber gegangen, ne? Hab Gorn so um die Kurve gelockt. Dann ist Gorn bis hierher gelaufen. Ich stand dann aber hier und dann plötzlich ist er wieder in seinen Langsamkeitsmodus gegangen und spazierte ganz langsam wieder nach da oben zurück. Und da ging es nicht weiter. Dann stand ich da unten wie so ein Vollidiot und es passierte nichts mehr. Cool. Neuladen, den ganzen Spaß nochmal von vorne. Und dann habe ich es wieder tausendmal versucht und habe die ganze Zeit auf die Fresse gekriegt. Und dann irgendwann kam ich auf die Idee, weißt du, vielleicht ist der Zweihänder einfach nicht die richtige Wahl. Vielleicht ist ein Zweihänder einfach eine scheiß Idee gegen diesen Kampf und habe mal wieder auf eine normale Einhandwaffe gewechselt. Und was soll ich sagen, Leute? Mann, habe ich die fertig gemacht. Unfassbar. Deswegen, ich erspare euch das Leid, werde direkt auf meine normalen Einhandwaffe wechseln und dann sollte das hoffentlich klappen. Hoffentlich. Wir werden sehen. Jetzt reden wir aber erstmal mit denen. Moin! Sieh mal einer an. Der Typ aus dem neuen Lager, der uns schon so viel Ärger gemacht hat. Wenn du damals schlauer gewesen wärst, würdest du heute zu uns, den Siegern gehören. Hättest mich damals bezahlen sollen, als es noch Zeit war. Ihr seid zu weit gegangen. Der Überfall auf die Mine war dumm von euch. Scheint aber funktioniert zu haben. Und du wirst daran auch nichts ändern. Dafür werde ich persönlich Sorge tragen. Los, wir machen ihn kalt, Jungs! Warum ziehst du jetzt den Bogen? Es war sehr knapp. Es war sehr knapp, aber auch nur, weil er den Bogen gezogen hat, statt das, was ich wollte. Alter, wir haben noch einen fucking Pixel Health. Egal, wir haben es geschafft. Und darum geht es. Ja, das ist das Wichtigste. Ja, Hahn, ist gut. Ich muss jetzt erstmal Tränke nehmen, warte.
bevor wir hier drauf gehen. Erstmal ein paar Tränke in die Figur. So, warte, wir müssen eh Zeit rumbringen. Also, ich weiß, der Hahn kräht, aber wir gehen hier erst weg, nachdem Gorn aufgetaucht ist. Erst dann speichere ich. Ich habe Angst. Ich bin nämlich dann einfach mal hier stehen geblieben, statt Gorn hinterher zu laufen. Und er kam dann einfach irgendwann. Und ich habe einfach Hoffnung, dass das jetzt wieder funktioniert. Deswegen lass uns mal hier bleiben. Einfach warten und hoffen, dass Gorn gleich kommt. Das ist der Plan. Der wird schon auftauchen. Bei mir kam der dann irgendwann. Ich stand hier und irgendwann unverhofft kam Gorn dann einfach angewackelt. Deswegen, meine Lieben, ich bedanke mich jetzt erstmal bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich, wie immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.